Hallo Freunde der Spielkultur. Beim letzten Mal haben wir ein paar Nebenaufgaben gemacht, sowie optionale Quest, und wir haben im Korallenhochland die Seilbahn freigeschalten, und heute möchte ich mit der dritten reden. Mit der dritten Flotte, die Anführerin der dritten Flotte sprechen. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und euch Monster Hunter gleich gut gefällt wie mir, dann lasst mir ein Abo da, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Und wenn mal der Ladebildschirm vorbei ist, ja, seht ihr auf Ansage, dann gehen wir zu der Dame hier oben, zu der Meisterin der dritten Flotte. Es ist an der Zeit. An der Zeit für was? Was willst du von mir? Moment. Muss mein Handy nur schnell lautlos schalten, da geht es immer voll ab. Bei mir, bist du bereit, in die Tiefen des Tals der Verwesung vorzudringen? Natürlich. Perfekt. Zuerst schauen wir, ob wir aus der Lu Luft eine Spur des Sora Magdros finden können. Wenn wir etwas vielversprechend finden, schauen wir nach einem sicheren Ort, an dem wir euch beide absetzen können. Na gut, dann mal los. Schauen wir mal, ob wir wirklich abheben können. Aber noch immer der ärgste Feind eines Jägers ist der Ladebildschirm. Ich hasse das. Aber jetzt inzwischen geht es ja wieder. Ah, gut. Immer das letzte bisschen dauert so ewig. Zum Glück gibt es nur einen langen. Und sonst braucht man da. Gibt es keine. So wie bei den alten Teilen. Da gab es aber zwischen jedem. Zwischen jeder. Ah, okay. Zwischengebiet einen Ladebildschirm. Das gibt es da zum Glück ja nicht mehr. Das ist atemberaubend. Raffinus. Die wirken so frei. Also, wie ist es am Grund des Tals? Das kann ich nicht sagen. Zwar wissen wir viel, aber haben nur einzelne Fakten und keine Ahnung, welche Wahrheit sich aus ihnen ergibt. Wir wissen, dass der Sora Magdaros dorthin zieht, aber warum? Die Welt ist voller Geheimnisse, die uns verzehren. Ja, und köstlicher Geheimnisse, die wir verzehren. Da kommt noch was, das weiß ich. Hey, ich glaube, ich habe was gefunden. Also landen wir. Oder auch nicht. Was ist jetzt los? Sie sind voll aufgewühlt. Ich hab's mir gedacht. Wow. Oh mein Gott. Das Ding, da war ja was. Legiana, ja, die lasst uns nicht durch die Lüfte. Sie ist da der Chef. Wir haben ihn in seinen Jagdrücken gestört. Wenn du das eh gewusst hast, wieso hast du das nicht zu uns gesagt? Dann hätten wir das Ding einfach vorher getötet und das wären keine Probleme mehr. Dann hätte es keine Probleme mehr gegeben. So. Das ist ja typisch Spiel. Deswegen müssen wir jetzt ihn wahrscheinlich töten. Das werden wir auch schon, wenn wir hoffentlich hinkriegen.
Also, der wird schon ein bisschen, langsam wird es schon ein bisschen anspruchsvoller. Die ersten paar Gegner waren ja nur zum Aufwärmen. Und jetzt geht's eigentlich richtig los. Und ich habe richtig Bock drauf, wieder die Story fertig zu spielen. Oder wieder ist gut gesagt, die Story fertig zu spielen. Beim anderen Account bin ich halt ein bisschen weiter, weil ich privat auch spiele, aber so freue ich mich extrem schon drauf. So viel zur sicheren Landung, ja. Diese abscheuliches Monster ist ein Legionar. Er ist der Herrscher aller anderen Monster hier. Solange er da draußen jagt, kommen wir nicht zum Grund des Tals der Verwesung. Oh, ich hatte fast vergessen, dass du ein Jäger bist. Ey, ich danke. Wäre es zu viel verlangt, wenn du den Legioner jagen würdest, bevor wir ihn wieder vom Himmel geholt werden? Nö, das können wir schon zwischen irgendwann mal zwischenschieben. Habe ich von ihm schon irgendwas? Schwäche zum Beispiel. Doch. Nein, so viel haben wir von ihm auch wieder nicht. Ich würde gern zuerst zurück Weltkarte. Nach Adresea. Astera. Mal die ganzen Sachen abgeben. Oder habe ich das beim letzten Mal gemacht? Weiß ich gerade nicht. Ja. Wir werden eh sehen. Gut. Ja. Balloon nur. Okay. Egal. Kann man lassen. Falls irgendwas kommt, was mich nervt. Dann nehmen wir noch mit. Ration auffüllen. Gut, ich glaube, das ist alles. Jetzt gehe ich mal was essen. Essen, danke. Mal schauen, Element. Widerstand wird doll. Nehmen wir das Chefkoch-Menü. Das passt schon. Anmeldebonus, Winterfest noch immer? Das läuft noch immer, das Ding? Okay. Gut, nehmen wir die Quest an.
Ja, bla bla bla. Gut, Aufgaben. Legiana töten. Das gehen wir jetzt auch an. Okay, ich bin bereit. Aufbrechen. Hoffentlich schaffen wir das Ding in 20 Minuten. Werden wir schon sehen. Einfach ins Gefecht und dann sehen wir, ob wir gut abschneiden oder schlecht abschneiden. Und dann werde ich einfach eine bessere Rüstung machen oder was auch immer. Aber momentan ist die Anjanath-Rüstung eh das Beste. Wir müssen den Weg frei machen, damit ja. Wir zum Grund des Tals der Verwesung. Danke, weiß ich. Also giftig. Okay. Gut. Habe ich nicht das obere Lager auch schon freigeschalten? Naja, nö, noch nicht. Okay. Müssen wir halt hinlaufen. Das ist ein bisschen lästig jetzt gerade. Ich nehme die andere Seite. Was, wir sind richtig. Weil meistens ist das Ding oben. Ein Palumo ist hier in der Nähe. Der interessiert mich gerade überhaupt nicht. Den haben wir schon getötet. Man. Na gut, die Rüstung ist schon ganz okay. Falsche Richtung. Ich möchte bitte einen Honig haben, danke. Ach Gott, ich bin. Gehen wir weiter hoch. Ich glaube, ich habe den richtigen Weg gefunden. Hoch mit dir. Ah, das ist nicht zum Runterhüpfen. Ach Gott. Kurz auf die Karte sehen. Mal ganz hier hoch, dann Palomo. Mit dem beschäftige ich mich.
Nee. Also es ist voll lästig, wenn man oben das Gebiet noch nicht freigeschalten hat, sonst... Ja, perfekt. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ah, endlich. Einigermaßen halt. Habe ich nicht die Seilbahn schon vorgeschalten? Was war denn das? Ein Palomo. Ich bin hier schon oben. Darüber möchte ich. Ah, hier hoch, jetzt sehe ich es erst. Echt, jetzt ist so. Geht sich nie mehr aus in einer halben Stunde. Das wäre die Bedingung gewesen, dass ich ihn sofort finde. Aber. Ich werde heute ein bisschen länger machen, habe ich beschlossen, weil. Geht sich sonst eh nicht aus. Mal die Spuren von ihm einsammeln. Ah, ist er wieder ganz oben. Das ist irgendwie da unten in dem unteren Teil des Korallenhochlands, ist es so verwirrend. Da komme ich einfach nicht klar damit. Ah, da unten. Okay, runter mit mir. Er ist hier bei uns. Ah, scheiße. Wow, Eis bin ich nicht so stark. Jetzt. Drecksau. Komm. Hey, hör auf mich zum Schupfen! Ich hab null mehr mit, yeah! Soll ich mal kurz mit der Karte beschäftigen?
Ich bin ohnmächtig. Die Rüstung ist einfach schlecht gegen der... Weil ich hier auf die... Nein, nicht da den ganzen Weg nochmal. Das ist beschissen. Ich glaube, ich werde das Unterfangen abbrechen und lieber einen Zizilaku töten, weil den brauche ich für... Ah, so einfach ging es. Ich einfach nur rechts gegangen wäre. Weil dann schalte ich das Lager oben frei, Punkt 1. Punkt 2 ist, dass ich eine andere Rüstung mir machen muss, weil Andrinaf hat auf Eis eine, meine Rüstung hier hat minus 5 auf Eis. Ich meine, Verteidigung ist gut, natürlich, aber das Ding macht Eisschaden, also da habe ich kein leichtes Leben. Da verrecke ich einfach. Abgesehen davon, dass ich jetzt gegessen habe und gestorben bin und deswegen weniger Leben habe. Aber was? Ach Gott. Alter, ja, was soll da? Das schaffe ich nicht. Aber ich probiere es einfach. Und sonst muss ich bis zum nächsten Mal. Da habe ich schon so lange nicht mehr bekämpft. Weg! Macht er wieder eine Eisattacke, glaube ich. Einmal. Er nervt mich einfach, weil er immer fliegt. Komm! Komm! Okay, er fliegt nicht immer, aber... Haut er ab? Ja, voll. Quick. Nur Bären. Ja, mit seinen Eisattacken. Ach.
Komm, Gatte. Ich fresse die Nullbeeren wie, weiß ich nicht, Zuckerl. Ja, das Ding ist immer so unberechenbar. Komm. Verreck doch einfach. Auf mit dem Scheiß. Komm, einen Schlag noch. Ja. Er blärt schon wieder, haut er ab. Nein. Was macht er da? Was ist das für eine Attacke? Komm. Stirb. Oder stirb. Endlich. Humpelt der schon? Nö. Aha. Langsam werde ich dem gewohnt. Der ist best. Weg. Schnell. Und eine Nullbeere nehmen, bevor meine Ausdauer im Keller ist. Jetzt macht er das viel öfters. Jetzt haut er ab wieder. Jetzt haut er viel öfters ab wie sonst. Ich meine, wie sonst. Ich mein, wenn er abhaust, hat man eigentlich schon ziemlich gut Schaden gemacht. Ich meine, er ist noch nicht tot, außerdem sehe ich das auch noch nicht, wann er tot ist. Wenn ich ihn weiter erforsche, dann sehe ich nämlich, ob ein Totenkopf hier ist oder nicht. Oder besser gesagt, links oben bei der Karte, neben ihm ein Totenkopf ist, so wollte ich sagen. Komm. Ja, ich reite ihn. Halten. Komm. Müsste mir meine Waffe schärfen. Hier auf die Karte, aber auf das kann ich mich eigentlich nicht verlassen. Nein! Jetzt hier schon. Ich bitte die simple.
Dann kann ich mich schleifen. Kann ich meine Waffe schleifen. In Ruhe und los zu ihm und diese Attacke. Okay, okay. Will der sich in meinen Kampf hier einmischen? Abucke. Der Bouquet ist hier aber das Schwächere. Das steht fest. Wo ist eine Doombombe? Komm hoch. Hau ab, bitte. Hoch, komm. Das falsche Ding ist abgehauen. Das wollte ich nicht, dass du abhaust. Das wollte ich nicht. Aber... okay, ich sage ja, es dauert ein bisschen länger. Du nervst mich. Komm. Komm. Ah, du. Okay. Eigentlich ist er eh nicht so schwierig. Ist ja nur ein Low-Rank-Monster. High-Rank habe ich ihn noch nicht besiegt. Alter. Ah. Ich würde gerne was trinken, danke. Komm. Ach Gott, knapp. Aber er ist schon ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Das muss ich... komm. Komm, schnell ein bisschen Schaden machen! Du Drecksvieh! Ja, ja, ja! Komm! Jetzt habe ich ihnen in die Fresse gegeben.
komm. Oh, diese Schreierei. Alter, jetzt hat er mich erwischt. Ich habe eine Null. Hör auf, mich zu unterbrechen! Jetzt haut er eh ab. Geht er jetzt schon schlafen? Das wäre vollkommen okay. Ich meine. Irgendwie habe ich am Anfang ein bisschen zu viel Zeit gebraucht, um ihn zu finden. Die 10 Minuten, was ich da gebraucht habe, fehlen mir ja jetzt hier. Und deswegen machen wir hier wieder mal 40 Minuten. Wo ist das Ding? Hier oben, okay. Wieso hat das nicht gewirkt? Das ist echt scheiße hier. Ah. Nein, du blöde. Komm, komm, komm. Ich will kämpfen. Mein Biss. Oh. Ja, super, das hat sich viel gebracht. Er liegt schon wieder. Komm. Hoch mit mir. Er geht schlafen, glaube ich. Hoffe ich halt. Dann haben wir das geschafft. Ja, er schläft. Bist du? Ja, gut. Kümmer dich um die Katze, danke. Dreck.
Alter, jetzt ist er aggro. Ja, aber jetzt macht er die ganze Zeit seine Eisattacken. Ach, stirb doch endlich. Komm, stirb doch endlich. Mache ich schon so lange für meine Abonnenten. Komm, immer in die Fresse rein. Ey, du störst mir meine, du störst meine Combo, wenn du schreist. Kannst du bitte? Kannst du mir den, das gibt's doch nicht. Wie lange lebt der noch? Ja, endlich. Gut, dann sage ich jetzt nur mal danke fürs Einschalten und beim nächsten Mal gehen wir zurück in die Forschungsbasis und ich sage jetzt nur mal danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.